Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Wochenende Liebesorakel von 5. bis 7. Juli 2019. Bevor ich starte, noch ein paar Informationen. Ich bin täglich von 10 Uhr bis 23 Uhr persönlich telefonisch erreichbar in meinem eigenen Hotline. Die Telefonnummer befindet sich unten in Infobox oder Ende dieser Aufnahme ist es nochmal eingeblendet. Außerdem möchte ich die Blitzberatungen empfehlen, geht es auch blitzschnell. Konkrete Antwort auf konkreten Fragen als Videobotschaft, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt nur für 10 Euro. Diese Blitzberatungen, diese Aufnahmen sind in meinem anderen Kanal und das heißt Venezianisches Liebesorakel. Und jetzt zu dieser Legung. Der Garten der Liebe und hier erscheint ein Liebespaar, die Dame und dieser Herr. Und erstmal betrachten wir die Gefühle und die Gedanken, auch Vergangenheit und die Schritte bei euch Damen. Ich starte mit den Gefühlen. Diese Karte gibt die Antwort. Wie fühlt euch gerade? Die Kelchen symbolisieren das Wasserelement und Wasserelement steht zum Gefühlen. Das heißt, ihr nehmt euren Gefühlen ganz intensiv wahr. Diese drei kaputte Kelchen sind mit voller Tränen, Schmerz und Kummer. Das symbolisiert die Vergangenheit. Es ist wichtig, die Vergangenheit abschließen. Die Vergangenheit kehrt nie wieder zurück. Es sind nur Gedanken, nichts anderes. Natürlich mit Emotionen geladen, aber wir leben im Gegenwart. Und genau das sollt ihr verinnerlichen. Wir sind immer dort, wo unsere Füße steht. Und das ist immer die Gegenwart. Was in Zukunft kommt, so wie ihr das vorstellt. Wenn ihr Ängste habt, dann ist es blockiert. Dieses Bild zeigt hier diese zwei Kelchen. Und das zeigt wieder die Gefühle, auch die Liebe, Partnerschaft, die Verbindungen. Und das steht noch da, ohne zerbrochen zu werden. Also das ist schon sehr, sehr hoffnungsvoll. Worüber sollt ihr Gedanken machen? Ich bleibe immer noch bei den Damen. Das zeigt hier dieses Bild schlaflose Nächte. Viele Gedanken über Probleme. Raus aus dieser Energie. Übergehen zum Vertrauen. Befreit zu sein von Ängsten. Sonst stoßen wir in unseren eigenen Grenzen. Und die Schwerten symbolisieren die Trennung von Angst. So wie Erzengel Michael trennt mit seinem Lichtschwert die Angst. Mit anderen Worten Angst, Befreiung. Jemand kehrt zurück von Vergangenheit, das ist eine männliche Person und dieser Mann hat was zum Sagen. Entweder ein Vaterfigur oder ein Chef oder ein Mann, wo weiß, was er will. Was sollt ihr tun als Nächste? Die nächsten Schritte zeigt dieser junge Mann und dieser junge Mann verkörpert hier die Feuerelement. Und diese jugendliche Ausstrahlung bedeutet kleine Schritte machen. Kleine Schritte führen auch zum Ziel mit Feuerelement, mit Leidenschaft und mit Begeisterung. Jetzt übergehen wir auf die andere Seite dieser Legung. Was zeigt die Gefühle, Gedanken von diesem Herr? Wie fühlt er sich? Zeigt hier dieses Bild und das heißt, er ist mutig, er hat Kraft, er setzt schon einiges in Bewegung und er setzt sich gerade durch. Worüber macht er Gedanken?
Das zeigt hier die Sternenhimmel. Natürlich kann das auch Spiritualität sein oder Astrologie, aber die Sternenhimmel symbolisieren das Glauben und das Glück auch. Und er hat diese optimistische Haltung gerade. Seine Vergangenheit war sehr undurchschaubar. Er konnte auch keine klaren Entscheidungen treffen. Er war immer hin und her gerissen. Zum Glück ist das vorbei. Und im Gegenwart und in nächster Zeit trifft schon ganz klare Entscheidungen und klärt sich etwas auf. Dieser Garten hat auch einen Brunnen und da sprudelt Wasser und zeigt die Richtung, was kommt, wohin führt das alles. Das zeigt sich hier mit dieser Münzen. Die Münzen symbolisieren die Erde-Element, also das heißt, es kommt alles im Taten. Und Erde-Element bedeutet auch Struktur, genauso wie die Zahl 4 zeigt auch, das hat Hand und Fuß, das hat eine Struktur, aber diese Haltung, dieses Festhalten an etwas oder versuchen, die anderen in Besitz zu nehmen, diese Enge, das natürlich sollte man verändern. Und das war mein Wochenende Liebesorakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.